natürlich macht man sich Gedanken drüber im Vorfeld, um was es dann geht. Insbesondere auch das Spiel, jetzt hatten wir ja Spiele, wo es um alles ging, dann entweder hoch oder top. Und wenn du verlierst, bist du in der nächsten Jahr in der zweiten Liga und es ist nicht einfach, es ist schwierig. Ich persönlich komm gut damit klar, weil ich gläubig bin, ja, und immer wieder auch die Hilfe oder die Ruhe auch so immer wieder mit Gott den Kontakt habe und dann immer wieder so auch zur Ruhe komme und weiß, dass wenn ich mein Bestes gebe, dass es gut genug ist und dass ich dann in meinem Fall nicht mehr dafür tun könnte. Als Außenstehender ist es bestimmt ein Traumberuf, wo es dann auch viele denken, es ist einmal am Tag trainieren oder zweimal am Tag trainieren, am Wochenende spielen, viel Geld dafür bekommen und überall beliebt und bekannt zu sein. Wenn man hier selber trainiert und selber jetzt, weiß nicht wie viele Jahre ich jetzt in dem Geschäft bin, ist es harte Arbeit einfach. Ja. Wenn du nicht funktionierst, wirst du ausgetauscht. Es ist also schon hart an der Grenze, der Job ist. Das muss man offen und ehrlich so sagen. Da geht es um viel Geld, um viele andere Sachen noch. Und wie gesagt, da muss man gucken, dass man Tag für Tag die Leistung immer wieder abruft. Hat man den gewissen Leistungsdruck auch, weil man weiß, man ist einfach auch ersetzbar oder austauschbar, wenn man dann funktioniert. Und das geht ja heutzutage in dem Geschäft so schnell. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen mal ein, zwei Spieler angesprochen und gefragt, wie ich das mache oder wie ich damit umgehe oder was gläubig heißt in meinem Fall. Und dann rede ich halt ein bisschen mit denen, wie ich das sehe oder was ich mache. Ich bin ein Mensch wie jeder normal andere auch. Ich gehe in die Disco, ich trinke ab und zu auch ein bisschen Alkohol. Ja, ich erzähle jetzt halt, wie ich das mache, dass ich täglich bete ein bis zweimal am Tag. Egal, ob es mir gut oder schlecht geht, das ist in einem anderen Fall. In der Küche wird es schwierig bei mir, weil wir ja sonntags immer trainieren müssen. Aber wenn ich Zeit habe dafür, dann mache ich das auch gerne. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren ist es noch intensiver geworden durchs Fußball, weil ich merke, wie es mir immer wieder hilft und mir den Rücken hält. Wie wir im normalen Gespräch tut er mir natürlich nicht. Aber er zeigt mir immer wieder in Situationen, dass er mich erhört und dass er mein Wort erhört und das auch aufnimmt und mir dann hilft. Es sind viele Situationen, wo ich dann um Hilfe bitte und es dann Wochen später dann im Spiel oder im Training wieder zu, also wo ich es dann wieder sehe und dann auch unglaublich dankbar bin jetzt auch. In den letzten Phasen jetzt im Spiel, wo der Druck enorm hoch war, habe ich immer wieder um Beistand gebeten und um seinen Rückhalt und dass er einfach eine Lösung hatte für mich oder für unsere Mannschaft. Und so habe ich gar keinen Druck mehr gehabt. Ich wusste, wenn ich reinkomme und alles gebe, dass der Rest alles er macht. Und so ist jetzt das, von meiner Sicht aus also umso schöner, dass es dann so funktioniert hat. Und es gibt mir dann immer wieder recht oder stärkt mich dann auch immer wieder in meinem Glauben. Dass es dann einfach dann Situationen gibt, wo ich dann für mich sage, das ist kein Zufall. Ja, und das wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Und dass ich weiß, dass es kein Zufall ist, ja, sondern dass da jemand ist, wo einen genauen Plan mit mir hat und wo mich genau führt. Ja, so bin ich aufgezogen worden. Also ich bin bodenständig aufgezogen worden, immer dankbar zu sein für das, was ich habe und nicht irgendwie arrogant zu wirken oder sonst irgendwas. Und da hält mich meine Familie, ich fahre regelmäßig nach Hause. Auch wenn es dann Phasen gibt, wo du dann irgendwo dann ein bisschen vielleicht versuchst oder irgendwie wirkst abzuheben, kommt immer wieder die Familie und holt dich auch ein bisschen wieder runter oder die Freunde. Und ja, das, so bin ich einfach. Ich bin nicht der arrogante Typ. Also ich bin dankbar für das alles, was ich habe. Aber ich muss es nicht jedem unter die Nase reiben.